Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und heute an meiner Seite der gute Tom Arte. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Zum Warmwerden habe ich mal etwas Kurzes rausgesucht. Das geht nur 7 Minuten und ist ein Werbeclip für die Toten Hosen. Jawohl, und natürlich aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, von der ARD nämlich. Genau, wir schauen den Clip, wie sich die Toten Hosen gegen Rechtsradikale stellen. Ja, die Mutigen. Es wird also gut abgemeldet. Bevor wir das gucken, vielleicht eine ganz kurze Geschichte aus meinem Leben, ist wirklich so passiert. Hier in Dresden war ja auch Wahl, Europawahl wie überall, und da hingen viele Wahlplakate, und vor kurzem hat ein Wahlplakatsteam der CDU ihre eigenen CDU-Plakate abgehangen, weißt du? Und einer dieser Helfer, der halt das abgemacht hatte, hatte tatsächlich einen Pullover von den Toten Hosen an. Also so punkig sind die Toten Hosen, dass ihre Fans in der CDU Mitglied sind. Ich habe noch nie ein CDU-Wahlplakat aufhängen oder abhängen sehen in meinem ganzen Leben. Ach, tatsächlich? Die erscheinen einfach magisch. Ja, die spawnen einfach, genau. Die waren immer schon da und die bleiben. Die Sprüche ändern sich nie. Nee, es muss tatsächlich wohl Leute geben, die das aufhängen, und diese Leute haben unter anderem Toten Hosen Pullover an. Also so viel zur Punkigkeit dieser Band. Also SPDler habe ich schon gesehen. Ich habe sogar FDPler schon mal gesehen. Das war irgendwie lustig. Ja, AfDler habe ich auch noch nie gesehen. Die machen das immer nachts. AfDler habe ich schon gesehen. Ja. Linke habe ich auch schon gesehen. Also das ist wirklich die CDU noch nie. Aber vielleicht ist das immer während der Arbeitszeit oder so, dass die da. Da kommen die Rentner. Egal. Das war nur ein kleiner Schwank zur Einordnung von Toten Hosen. Lass uns loslegen, okay? Gerne. Dann viel Spaß. Da ist man dann doch alleine im Zweifel, wenn so ein Nazi mit einer Keule voran steht. Den hat das Dorf in rechter Hand, kann man nicht wahr sein. 2015 ist ja unsere Scheune von Brandstiftern angezündet wurde und komplett abbrannte. Lohmeier sind echt krasse Leute, wie die das da durchhalten. Dann haben wir zusammen quasi das Festival auf der Taufe gehoben. So, als ich von denen gelesen habe, ich war unglaublich beeindruckt, was für ein Kampf die da abziehen. Ah, schöne Bäume. Okay. Also, so wie ich es verstehe, reisen wir wieder zurück gerade in die 90er, oder? Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Also, es scheint ja jetzt gar nicht primär um die Toten Hosen zu gehen. Das wird wahrscheinlich nur der Aufhänger sein, sondern eher um dieses Pärchen, was wohl ein Veranstalter ist von einem Festival gegen rechts, wo unter anderem auch die Toten Hosen auftreten. So habe ich das jetzt verstanden. Ah, okay, ich habe das anders verstanden. Ich habe gedacht, das ist so eine Kulturscheune irgendwo im Nirgendwo, die da Stress mit Neonazis in den 90ern hatte, und dann gab es halt so die Konzerte gegen rechts, und da waren die Toten Hosen mit dabei. So. Schauen wir mal. Einer meiner Lebensträume hieß tatsächlich, ich möchte in einem Haus mitten im Wald leben. Haben wir nicht ganz geschafft, aber am Waldrand wohnen wir jetzt. Und deswegen haben wir irgendwann angefangen, einfach Häuser auf dem Lande zu suchen für uns. Also ein Haus zu suchen und viele uns anzuschauen, und haben dann dieses Forsthaus hier gefunden, was genau unsere Kragenweite ist. Der Makler hat uns gleich. Also die Flagge, die man hier sieht, die ist ja schon interessant. Ist das von einem Nachbar jetzt hier? Ich denke, das ist der böse Nachbar. Ja. Ja, okay, soll schon darauf hindeuten, wie rechtsradikal es hier in der Nachbarschaft zugeht. Ich mochte an der Tafel, wenn du diesen einen Buchstaben wegnimmst, bei Dörp hast du das Motto von diesem Sommer. Dörp, ja. Der Makler hat uns gleich. Ja. Oh Gott, ich kann das nicht mehr lesen. Niges? Niges. Ut und Stirb? Ut und Stirb. Also, boah. Das muss irgendeine Art Dialekt sein. Definitiv, ja. Der da verwurstet wird. Was haben wir ja? Kein Mensch braucht Zecken. Okay. Na super. Recht auf Identität ist ein Naturrecht. Ja, großartig. Also. Okay, warte mal, du bist ein Frame weiter. Ah, jetzt hier. Ja. Ach so. Also hier tobt der Kulturkampf sozusagen am schwarzen Brett. Ja, daneben haben wir Our Race is Our Nation, mit einem Bild von vielen weißen Frauen in hübschen weißen Kleidern. Also hier wird so weiße Tradition in den Vordergrund gestellt. Das Witzige ist jetzt zum Beispiel bei dem Rechten, also wenn das jetzt irgendwo in Afrika hängen würde und du würdest das mit schwarzen Menschen sehen, denkst du, da würde irgendein Linker meckern? Nein. Also wenn da jetzt, Senegal, Our Race is Our Nation,
ähnlich dastehen würde. Ja, wie du sagst, nein. Also das ist wieder dieses Doppeldenk, die Doppelmoral. Recht auf Identität ist ein Naturrecht. Auch da der linke Aufkleber zum Beispiel. Natürlich ist es Naturrecht. Es ist ja zum Beispiel nun mal so, Genozid ist per Definition, wenn du auch unter anderem die ethnische Komposition eines Volkes so veränderst, dass halt das Volk ethnisch dann untergeht. Also weil es halt nicht mehr mehrheitlich der ursprünglichen Ethnie entspricht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt alle unfruchtbar mache oder sowas. Ja, oder auch zum Beispiel, das hat selbst die deutsche Bundesregierung mal vor ewigen Jahren irgendwann mal also sich dagegen ausgesprochen und das als Genozid bezeichnet, zum Beispiel, was in Tibet passiert. Immer mehr Chinesen angesiedelt werden und das ist ja dann letztlich das Gleiche. Die ethnische Menge der Tibeter wird halt, wie soll ich sagen, ein bisschen verwässert. Also Tibet wird weniger tibetisch und mehr chinesisch. Und das einfach wurde durch die Masse der Leute, ja. Genau. Das ist halt einfach so ein Genozid über die Demografie. Das wurde da beklagt bei Tibet. Da hat man das gesehen, komischerweise. Bei Deutschland, wo es noch viel krasser ist. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile eine Bevölkerung mit Migrationshintergrund von, lass mich nicht lügen, 30% oder so. Das ist eigentlich so eine Statistik, die man auf jeden Fall wissen sollte. 29,7%, ja. Das ist Ding auf jeden ist halt Fall so eine Tendenz Zahl, steigen, die man sich merken muss. Ja. Genau, Tendenz steigen und vor allem unter der, also 29,7% jetzt auf alle Altersschichten. Wenn ich jetzt mir nur bestimmte Altersschichten ansehe, dann wird das ganz anders sein. Ich meine, man braucht dazu nur sich in eine Grundschule stellen oder am besten noch in den Kindergarten und sich da mal umgucken unter den Kindern, wie da der Migrationsanteil ist. Und ich sag gucken, weil es reicht wirklich gucken. Also auch da wieder ehrlich, wie jemand ethnisch, wo er herkommt, das sehe ich nun mal einfach. Da brauche ich nicht übelst die kranken statistischen Verfahren oder genetischen Verfahren fahren, um das rauszufinden. Da gucke ich jemanden einfach an. Ja, das ist ja der, um diesen einen SPDler mal zu zitieren, dieser Doppelwumms. Du hast die alten Leute, die halt noch vornehmlich deutsch sind, die jetzt in den nächsten 10 Jahren alle wegsterben werden. Ist nun mal so. Und du hast dann diese Leute, die jetzt 8 Jahre alt sind, die in 10 Jahren wählen dürfen. Richtig. Und da gibt es nach diesem Zeitraum gibt es einen riesigen Sprung. Ja. Wie sich die Parteienlandschaft hart verändern wird. Und nicht nur die Landschaft, also das wäre ja doch das wenigste Übel oder das geringste Übel, wenn sich die Parteienlandschaft ändert. Das ist ja okay. Aber die Gesellschaft. Ich finde, das sehen wir sogar schon jetzt. Also. Ja, klar. Wir haben es ja jetzt 2024 und so die große Masseneinwanderung von 2015 ist halt jetzt auch schon wieder fast 9 Jahre her. Im September sind es dann 9 Jahre. Und mir fällt das oft auf in letzter Zeit, wenn jetzt irgendwelche Zeitungsmeldungen sind, der und der hat das und das Verbrechen begangen oder so, geht es jetzt um irgendeinen Migranten. Und dann sind die oft Anfang 20 und dann rechnet man zurück, Moment mal, der ist jetzt zum Beispiel 21, dann war der ja 12 oder so, als er hierher kam, ja 2015. Damals war wenn das denn stimmt. Damals war das halt einer von den lächelnden kleinen Jungs, die in der Zeitung vorgezeigt wurden. Guck mal hier, die armen Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und mittlerweile machen die Probleme. Ja. Wir haben das noch nicht gut genug erklärt, nicht genug Kartoffelkäse und nicht genug integriert. Du weißt doch, das Übliche. Blabla. Das ist natürlich das linke Mantra, was uns auch diese beiden Personen hier in dem Clip wahrscheinlich vorbieten werden. Okay, ich verstehe gar nicht, was die für ein Problem haben. Die haben doch ihre Hütte im Wald, die könnten doch da einfach das, was sie wollen, ihre Ruhe haben, aber anscheinend agitieren die anderen, oder? Ja, okay, das finde ich nämlich auch interessant, warum die jetzt überhaupt so in dem Wald dieses linke Ding fahren wollen, warum denen das so wichtig ist. Dazu müssen wir mal weiterschauen. Vielleicht wollten die eine Kommune hochziehen. Weiter erklären. So. Ja. Am Dorfende, es gab ja nur einen Protagonisten des Schreckens quasi hier im Dorf, der sich mal momentan aber sehr ruhig verhält. Ja, es ist tatsächlich ja so, dass die meisten der jetzt hier in Jamel lebenden Nazi-Familien Jahre nach uns hierher gezogen sind. Damals gab es, wie gesagt, nur diesen einen, den Anführer dieser Nazi-Crew hier und das schien uns handelbar, weil auch auf St. Pauli gibt es extrem schwierige Mitmenschen. Nazi-Familie? Eben. Also da muss ich jetzt schon hart schlucken, weil wir wissen, wie es ist bei Linken. Da wird jeder als Nazi bezeichnet, der rechts der CDU ist. Also da reicht es schon, AfD zu wählen. Deswegen, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob hier wirklich sogenannte böse Nazi-Familien unterwegs sind, die am besten alle Hakenkreuze tätowiert haben auf dem Arm Heil Hitler rufen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es wird wahrscheinlich einfach nur rechtes Klientel sein. Und rechts ist eine legitime politische Meinung. Also ganz ehrlich, in deren Wahrnehmung
ist auch so dieser konservative Dorf-CDUler, der nichts mit der Bundes-CDU sozusagen zu tun hat, ist auch schon Nazi, jede Wette. Weißt du? Ja, also die beide wirken schon sehr weit drüber. Also ich könnte mir vorstellen, dieser Wahlhelfer, den ich am Anfang erwähnt hatte, der CDU-Wahlhelfer mit dem toten Hosenpullover, selbst der könnte schon in die Nazi-Nähe gerückt werden von solchen Leuten. Aber wir hören doch dieselbe Musik. Hier, Quelle, übrigens hier interessant, Michel Abdullahi im Nazidorf 2015. Panorama, die Reporter. Aha, das ist vielleicht auch was. Ich notiere das mal. Ja. Im Nazidorf von 2015, aha, NDR-Doku. Also, wir schauen mal weiter, vielleicht kommen hier wirklich noch Nazis, aber wie gesagt, ich bin bei dem Griff sehr, sehr vorsichtig. Er wird halt so inflationär gebraucht. Also, das jetzt aus dem... Ich gebe auch mal eine kleine Nähkistchen-Geschichte. Also, ich bin ja sozusagen in der sächsischen Schweiz hoch oder groß geworden. Als es noch wirklich die Skinhead-Sächsische Schweiz gab und da hast du dann wirklich solche Leute getroffen, die gesagt haben, okay, mit 10 Panzern mehr, da hätten wir die Ostfront gerettet. Also solche verstrahlten Gestalten, die gab es damals, so Ende der 90er. Ja, okay. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 2025, 2024. Ja, das ist die Frage auf... wir gucken mal weiter. Das sind 11 Häuser am Ende einer Sackgasse. Die Bewohner zum Großteil Nazis. Und am Rande des Dorfes ein Künstlerpaar, das sich seit Jahren wehrt. Freiwillig hat niemand dieses Dorf betreten. Wir hatten damals ein paar Umarbeiten hier bei uns im Haus, hatten uns dann auch mal ein paar Preise eingeholt von Handwerkern und einer kam dann einen Morgen und sagte, ach Gott, dann gehören Sie nicht zu den Nazis. Also meine Frau bat mich doch heute auf diesen Auftrag zu verzichten. Und das hat uns auch schon zu denken gegeben. Dann hörten wir über die Presse ein ganzes Dorf in rechter Hand. Ich sagte, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir sind quasi nicht ein ganzes Dorf in rechter Hand. Wir gehören nicht dazu. Wir haben zusammen quasi das Festival aus der Taufe gehoben. Ja, Jamel, ich muss hier nochmal kurz einhaken. Ein ganzes Dorf in rechter Hand. Es ist überhaupt kein Problem, wenn ein Dorf geschlossen rechts wählt. Also nochmal, das ist eine völlig legitime politische Meinung. Also wo es links gibt, vielleicht. Muss es auch rechts geben. Nee, einfach für jeden Demokrat sollte das so sein. Und da greift halt wieder die Doppelmoral des Systems. Also wie oft hörst du, also links wird nie als so krass negativ konnotiert. Der Begriff rechts, also deswegen nenne ich den auch hier so oft, auch bei uns in der Gemüsepfanne, der muss halt normalisiert werden. Es muss völlig normal für einen jeden AfDler werden, zu sagen, ich bin rechts. Und da darf keiner zittern oder so oder Angst haben, das zu sagen. Es muss völlig normal sein. Erst dann wird es auch völlig normal für die meisten Wähler, AfD zu wählen. Also nur so macht man sich auch wählbar. Ich bin ganz bei dir. Ich habe halt selber festgestellt, dass die Konditionierung halt wirklich schwer abzulegen ist. Also da sagt man dann sowas, gebe ich offen zu, sowas wie, ja, ich habe linke und rechte Position oder links und rechts, das sind so Begriffe, mit denen kann ich nichts mehr anfangen, das ist so altbacken, aber schlussendlich ist es halt auch nur so ein Rumgekacke auf pseudo-intellektueller Ebene, um sich rumzuwinden. Ne? Ja, finde ich sehr interessant. Also ich persönlich habe das ja auch erlebt. Also ich habe ja schon vor Jahren bei mir im Freundeskreis damals zur Studentenzeit dann gesagt, solche Pegida finde ich gut oder so und das auch dann teilweise gesagt, ja, ich wähle AfD, ich bin rechts oder so und klar, es hat mich extrem viele Leute gekostet, aber nach wie vor, ich stehe dazu, der Begriff muss halt normalisiert werden. Also es ist lustig, also ich sag eher, ich wähle AfD, als dass ich sage, ich bin rechts. Das ist schon halt, komisch, ne? Ja, ich finde halt, aber beides ist das Gleiche und überhaupt nicht schlimm. Meine Meinung zumindest. Ja. Vielleicht wir müssen uns selber noch ein bisschen mehr erleuchten. Normalisieren. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommen hier auf jeden Fall irgendwelche Rocker, die schon älter aussehen. Wahrscheinlich ist das Festival wirklich schon länger her. Taufe gehoben. Ja, Jamel, das ist... du hast dich natürlich im Vorfeld beschäftigt. Du weißt, dass dieses Pärchen da wohnt. Du weißt, welchen Angriffen die aus... Du kennst dich doch aus. Kennst du Swiss und die anderen oder Slime? Nein, keine Ahnung. Nie von gehört. Also ich bilde mir einen Slime, habe ich irgendwann mal gehört, aber hätte ich auch nicht unter Punk verortet. Naja. Slime? War der eine von Slime? Ja. Wie kommst du denn jetzt darauf? Hier Dicken, ehemaliger Slime, irgendwas. Ach so, alles klar. Das Gesetz sind und dass die Kameraden da auch in dem Dorf wohnen. Da steht das Straßenschild Braunau 1340 Kilometer. Du weißt, wo das da längs geht. Das schlimmste Beispiel, was passieren kann, wenn Nazis so im ländlichen Raum diese national befreite Zone-Strategie fahren. Und die Lohmeyers sind echt
krasse Leute, wie die das da durchhalten, ist schon wirklich hart. Bedrohung. Was ist denn da jetzt schlimm? Also A, ist es ja lustig, wenn du sagst, die Nazis haben eine national befreite Zone, weil das ist ja, naja, also die wollen doch national sein. Okay. Und was haben die jetzt gemacht? Die existieren da, oder was? Ja. Das ist das Verbrechen, sie existieren. Ja, ich wahrscheinlich. Ein anderer Punkt zu diesem Herrn, wirklich ganz unterstes Level. Ich finde es halt irgendwie lustig, den zu sehen. Ich meine, der Typ sieht so aus, als wäre er schon, hätte er die 40 sogar schon überschritten. Ja. Und naja, es sieht halt noch so aus wie irgendein Teenager. Also, ich finde halt die Punk-Szene ziemlich. Ja, ich finde halt die Punk-Szene ziemlich lustig von den Existenzen, die da so rumspringen. Also, so diese ewig Jugendlichen, die Berufsjugendlichen, ja, ich schreck das alles ein bisschen ab. Die waren ja mal Anti, das ist halt das Ding, und jetzt sind sie halt absolut, also sie denken immer noch, sie sind Anti, aber sie werden ja hofiert von allen, also das, und das ist immer so tragisch, weil diese Leute sind eigentlich nicht blöd im Kopf, aber das kriegen sie irgendwie nicht mit, dass sie nicht mehr verbällig sind, das verstehe ich immer nicht. Ja, und keine Band verkörpert das so gut, was du gerade gesagt hast, wie halt die Toten Hosen. Also, die mal ehemals krasse Punkband waren oder so und jetzt von Frank-Walter Steinmeier gelobt werden, bei Konzerte gegen rechts spielen und in der Tagesschau laufen. Ich wollte gerade sagen, bei den Ärzten ist es ja genauso. Die haben mal gespielt, genau, ja. Die Ärzte haben in der Tagesschau gespielt, ja. Das ist auch so ein Kulturbruch. Also die Tagesschau hatte mal irgendwie Reputation für neutrale Nachrichten, jetzt spielt er eine Punkband. Also, Junge. Aber zum Beispiel hier von den Toten Hosen an Tagen wie diesen hatten ja die CDU zum Beispiel gespielt, als die Angela Merkel gewählt wurde. Da war dann halt im Fernsehen so eine Art Feier in der CDU-Zentrale. Da kamen halt Toten Hosen an Tagen wie diesen. Also absoluter Ausverkauf, ja. Ja. Okay, weiter. Leute, wie die das da durchhalten, ist schon wirklich hart. Bedrohung, Sachbeschädigung, Diebstahl, also das, die ganze Palette. Ich sage immer scherzhaft, wir haben das ganze Strafgesetzbuch schon durch als Opfer. Bis hin dann 2015 ist ja relativ bekannt, unsere Scheune von Brandstiftern angezündet wurde und komplett abbrannte. Das war so das massivste Verbrechen, was an uns begangen wurde. Ja, und dann kamen noch die ganzen Anrufe, Briefe und der ganze Scheiß, und dann kam. Ja gut, aber wer hat es denn jetzt gemacht? Ist es irgendwie rausgekommen? Ja, war das vielleicht, weil jemand kein Schokopudding hatte oder? Ja, also, ja, nee, ist wenn, tatsächlich eine wenn, interessante Frage. Man ist halt mittlerweile vorsichtig bei sowas, das einfach so zu glauben. Also ich bin da jetzt so ein bisschen X-Faktor-mäßig drauf. Ist diese Geschichte wirklich wahr oder haben unsere Autoren sich einen Spaß erlaubt? Also ich habe jetzt eher so gedacht, das erinnert mich so an diese Hetzjagden in Chemnitz mit diesem syrischen Restaurant, wo dann rauskam, dass er das selber abgefackelt hat. Ja, stimmt. Da, weil, wenn die einen Täter hätten, relevant. Hätten sie es doch jetzt breit getreten, dass es der Neonazi-Nachbar XY war, oder? Ja, also, meine ich auch. Also, ich auch dieses, es gab Sachbeschädigung, es gab das und das. Also, das war mir jetzt alles sehr verkürzt. Klar, die Doku geht auch nur 7 Minuten 20, das verstehe ich schon. Aber dass man da irgendwie vielleicht jemanden zeigt oder es gab da und da eine Verurteilung. Aber gut. Wir geben es dem mal jetzt, oder? Wir geben es dem mal, eben, wir geben es dem mal. Wir sind mal nett, genau. So. Auf einmal so, Telefon. Und ja, ach so, Entschuldigung, was ich noch kurz einhaken wollte. Ja? Also wir sind immerhin schon in der Jetztzeit. Also die haben gemeint, 2015 ist die Scheune abgebrannt. Genau. Also wir sind jetzt hier nicht zeitlich in tiefen 80ern oder 90ern. Mhm. Hahaha, ha, ha, und danke und tschüss. Nein, halt, wir sind jetzt hier. Wir würden gerne und ich sag, oh. Ja, okay. Ja, freut uns. Habt ihr noch einen Slot? Ja, kein Problem. Ihr kommt vorbei und ja, so hat sich das entwickelt. Und dann standen die auf einmal hier vor der Tür. Also, als ich von denen gelesen habe, ich war unglaublich beeindruckt, was für einen Kampf die da abziehen. Und speziell, als wir die dann besucht haben, zu sehen, ja, in was für einem Umfeld die da die Stellung halten und eigentlich den Job machen für uns alle hier. Das hat mich zutiefst gerührt und deshalb war da. Ach, krass, wie alt die geworden sind. Also, ich hab die jetzt bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Also gut, Campino sah schon länger so aus. Ja, den habe ich irgendwie mal auf Fotos gesehen. Der Andi, der sieht ja aus wie 60 plus. Wird er wahrscheinlich sein, oder? Also, ich hätte die jetzt Andi immer so auf 50 oder so geschätzt. Andreas Meurer ist 61 Jahre. Oh, okay, krass. Deutscher Musiker. Ja,
wenn ich jetzt Campino googeln würde, was ich jetzt mal schnell mache. Der ist jünger, oder? Der ist auch 61 Jahre. Scheiße, okay, die sind ja wirklich alt. Ich meine, in 60ern geboren, das sind Boomer. Also, naja, ist nun mal so. Das sind Boomer. Also, ja, das sind die klassischen Boomer, von denen man immer redet. Das sind nun mal die roten Hosen. Und ja, gut, ich lasse mal weiterreden. Na, warte, ich finde es gerade so schön punkisch, wie diese beiden in diesen Barocksesseln da sitzen. Ja, ja, gut, dann mache ich es jetzt. Das ist nämlich genau mein Punkt, den ich sagen wollte. Die Toten Hosen ist halt eine absolute Systemband. Also die wird halt vom System, wenn das System sie braucht, vorgeschickt. So wie halt damals 2018 in Chemnitz, als dieser Mord an Daniel Hillig war und dann verschiedene Chemnitzer dort mal einen Aufstand erprobt haben und die Stimmung gekippt wurde. Dann wurde halt schnell das große Konzert gegen rechts rangekarrt und dann musste man halt Masse ziehen. Das System musste Masse ziehen. Das Motto lautete ja, wir sind mehr. Also man musste mehr Leute auf die Straße bringen als die rechten Demonstranten. Das stimmt, und das war bei Chemnitz, gab es ja nicht wenige. Ja. No? Und wie hat man das gemacht? Ganz einfach, mit gratis Konzert. Also ich komme ja aus Chemnitz, habe ich auch schon öfter erwähnt, ist jetzt kein Geheimnis. Und zu der Zeit war ich auch ab und zu mal wieder in Chemnitz zu Besuch und zum Beispiel ein paar gute Kumpels von mir, die in Chemnitz wohnen, die sind jetzt unpolitisch, sind weder links noch rechts, vielleicht eher nach rechts tendieren, aber so ängstlich rechts, weißt du, also AfD. Jedenfalls, die waren zum Beispiel auch bei dem Konzert, einfach weil halt in Chemnitz was los war. Chemnitz ist jetzt nicht eine Stadt, wo auch ständig was los ist. Und wenn da gratis Konzert ist, da spielen irgendwie Haufen Bands auf der Straße, die man kennt, Toten Hosen, KIZ, Feine Sahne Fischfilet, keine Ahnung, dann geht man da halt hin. Und so haben sie halt diese Masse gekriegt. Und jetzt, um wieder auf die Toten Hosen zurückzukommen, sie sind an der Stelle halt eine Systemband. Also das System schickt sie los, schnell, wir brauchen die Leute, wir müssen zeigen, die Leute glauben noch an unser linkes System. Ja, ich meine, das wird nicht mit so einem Befehl passieren, sondern mit, wir müssen halt gegen rechts mobilisieren, seid ihr dabei, so, weißt du? Ja, das ist ja, aber, das ist ja generell das Geschickte an diesem ganzen System, auch beim Thema GZ und so. Das passiert nicht über Befehle, das ist halt, die ganzen Institutionen sind halt so gebaut, dass das von alleine passiert. Jetzt zum Beispiel GZ, da klar kommt da nicht von oben jetzt irgendwie die Ausgabe, ja, du musst jetzt genau so berichten in einem Report. Du darfst bloß nicht da die AfD mal gutheißen oder pipapo. Sondern das sind halt, passiert halt in vielen kleinen Schritten. Dass halt der Redakteur ganz oben dann den kleineren Redakteuren irgendwelche Vorgaben macht und die machen es dann wiederum dem und dem und so geht das nach und nach runter. Also man wird gar nicht so in das System reingelassen als Rechter. Wie hat das mal einer formuliert? Du musst ja nichts mehr befehlen, wenn die Leute genauso ticken wie du. Da machst du noch ein bisschen Feintuning vielleicht, aber ansonsten kannst du das einfach laufen lassen. Ja, und so ja, ist es sicher. Hier, genau. Das ist sehr schön ausgedrückt, tatsächlich, ja. Und ich bekenne mich schuldig, also ich wäre da wahrscheinlich auch hingegangen, um die einmal in meinem Leben zu sehen für 0 Euro, ganz ehrlich. Klar, ganz ehrlich, also. Ich meine, was kostet die Karte sonst? Über 100 Euro bestimmt, weil ja, man ja so punkig ist. Also ich kann da meine unpolitischen Freunde auch absolut verstehen, die da hingegangen sind damals. Ja. Solidarität gefragt. Campino ist ja auch hier durchs Dorf gelaufen und hat sich das angeguckt und hatte auch Kontakte der dritten Art mit den Nazis und konnte es kaum fassen, dass es sowas gibt hier in Deutschland, gerade in Deutschland. Und dann haben sie uns Leute einfach aus ihrer Crew zur Seite gestellt, die bis heute mittlerweile gute Freunde geworden sind, die bis heute das Festival für uns, mit uns organisieren. Und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht. Es ist doch dein Land und du bist schuldig. Wir haben dann auch ein Bild gemacht mit so einer Kein Bock auf Nazis Fahne vor dem Haus von dem. Dann kam er raus und hat das gesehen, war stinksauer, ist zu uns gerannt, hat versucht, uns die Fahne wegzureißen und hat. Sag mal ganz kurz, er wurde gesagt, wer das ist hier? Ist das der Sänger von ZSK? Kann das sein? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, das ist der Sänger von Rancid mit dem T-Shirt, aber ich habe keine Ahnung. Nee, ja doch, das ist er, der Yoshi von ZSK. Er ist auch so eine linke Band. Ja, auch so eine linke Band. Die habe ich sogar mal live gesehen in Chemnitz damals. Im alternativen Jugendzentrum. Ja, ich habe es ja schon oft gesagt, ich bin ja auch als Normie links gestartet, habe früher grün gewählt und dann war ich halt auch bei solchen Konzerten. Ich muss dazu lustigerweise sagen, ich war damals 17
Ja. Und die haben halt gespielt in Chemnitz. Und wie gesagt, ich war halt so voll Normie-Links. Und die zum Beispiel, ZSK, die waren mir schon damals viel zu drüber. Also, ja, jetzt die bösen Nazis in Chemnitz und bla bla bla. Also kamen dann irgendwelche Ansagen. Und wie gesagt, ich war ja links. Also es war jetzt für mich nicht super krass abwegig, die Ideologie. Aber ich dachte mir so, wovon redet der eigentlich gerade? Welche also, Nazis, ne? Ja, eben, weil ich habe mein Leben lang in Chemnitz gewohnt. Ich bin da erst mit Anfang 20 weggezogen und kenne mich da gut aus und dachte so, hä, von was für Nazis redet der denn gerade? Also, die waren mir damals schon drüber. Ja, es ist halt der Boogeyman, der immer beschworen werden muss, um irgendwie den gemeinsamen Feind zu haben. Ja. Ja. So, okay. Zu reißen und hat immer gerufen, nehmt den Fotzenlappen da weg, nehmt den Fotzenlappen da weg und uiuiui. Also so sind die Reaktionen, bis hin, dass jetzt während unserer Festivals oftmals eben auch Übergriffe gerade der Jugendlichen jamels auf unsere Besucher stattfinden in Form von zerstochenen Reifen an den Fahrzeugen. Beim letzten regulären Festival sogar eine Bedrohung mit einem Baseballschläger von einer Festivalbesucherin. Also das ist schon so, da Polizei ist zwar immer im Ort hier und versucht sozusagen die politischen Gegner voneinander fernzuhalten, aber nachts im Dunkeln auf dem großen Campinggelände, da ist man dann doch alleine im Zweifel, wenn so ein Nazi mit einer Keule vor einem steht. Ganz ehrlich, also es ist... Ist diese Geschichte so passiert, oder? Ach, weißt du was? Autoren, ich, wie gesagt, ich gebe dir in die Geschichte, aber es ist ja auch irgendwo gewollt. Wie gesagt, wenn die dort einfach ihren Hof gehabt hätten und immer guten Tag, guten Weg gewünscht hätten, es hätte doch niemanden gejuckt. Ne? Aber wenn du denen das in die Fresse reibst, dass du hier linksextrem unterwegs bist... Natürlich polarisierst du dann. Und ja, das schaukelt sich jetzt über die Jahre schon hoch. Ja, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also das klingt jetzt bei dir so, als würdest du politische Gewalt rechtfertigen. Was wir natürlich nicht tun. Nee, die Vorgeschichte halt. Das hat ja klein angefangen, weißt du? Und das ist die Frage, die Vorgeschichte. Also die fehlt mir halt jetzt hier an der Stelle. Ich meine, es ist ja völlig legitim, politisch Widerspruch verbal zu machen. Also da ist es natürlich kein Ding, dann anzukommen im Baseballschläger. Also ich denke, da sind wir uns beide ja sicher. Das ist ja dann die letzte Eskalationsstufe schon gefühlt, ne? Ja. Aber das ist halt auf keinen Fall gerechtfertigt. Also möchte ich hier nur mal so klarstellen. Und auf jeden Fall, Ich weiß ja, dass du auch so tickst. Also mich hätte wirklich mal interessiert, wie das, als sie den Hof sozusagen gekauft hatten, wie das dann so vonstatten gegangen ist. Ob das Leben und Leben lassen war oder ob sich das dann, wie ich vermute, eher so hochgeschaukelt hat über die Zeit. Das sind halt die Kack-Nazis, wir sind halt die Linksextremen und so weiter und so fort. Ja, ist tatsächlich interessant. Also, ja, das zeigt auch schon dieser Begriff Nazi, ne? Also, das ist halt schon ein krasser Begriff. Also, damit sollte man nicht so leichtfertig mit sich um sich werfen und ich könnte mir schon vorstellen, dass diese beiden Leute das schon eher tun. Aber nochmal an der Stelle, ich kann jetzt hier nur mutmaßen, ich finde das ein bisschen müßig. Natürlich ist es trotzdem zu verurteilen, dass da jemand einen anderen zusammenschlägt. Genauso wie ich das natürlich auch von links verurteile, wenn halt die Hammerbande um Lina Engel irgendwelche Rechten zusammenklappt. Ich meine, anscheinend ist ja Gott sei Dank nichts passiert, außer Sachbeschädigung. Ne? Ja. Also so unschön wie zerstochene Reifen sind. Schlimmer wäre jetzt irgendwie die kaputte Bremsleitung und dann fährst du in deinen Tod. Also, ne? So Scheiße, gesehen, ist trotzdem. Ja, klar, ne? Aber es ist noch kein Personenschaden. Das ist auch schon mal gut. Ja. Okay, so, machen wir weiter. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Stiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Hier muss ich nochmal kurz einhaken. Einfach bei dem Lied hier, Schrei nach Liebe. Ja, also es ist schon ein gut geschriebenes Lied im Sinne von macht Laune, wisst ihr, ist eingängig. Musikalisch, ja. Was mich an dem Lied so abfuckt, wenn ich halt unterwegs bin, dass das schon noch öfter mal irgendwo kommt in so Schuppen. Mhm. Und ich mir dann immer denke, oh Gott, scheiße, schon wieder diese scheiß Anti-Rechts-Lieder. Also dann verdirbt mir immer die Laune beim Tanzen. Ja, aber gut, das ist ja, also ich habe das Video tatsächlich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Es wird sich halt wieder an den Klischee Neonazi abgearbeitet. Ja. Auf jeden Fall. Das ist halt so stumpf, dieser Text. Also stumpf im Sinne von das Nazi-Bild, was halt hier gezeichnet wird. Also wirklich dieses 90er Springerstiefel-Glatze-Ding. Ich wette, das ist auch aus den 90ern.
Ich sage, ja, natürlich, es ist natürlich, von natürlich. 92, du kannst ja mal Fakt checken. Ja, nee, natürlich, natürlich. Aber ich meine nur deswegen, es ist manchmal halt ein bisschen lustig, dass das heute noch kommt und die Leute aber dann mittlerweile AfD damit verbinden. Weißt du, was ich meine? Mit diesem so. Springer-Stiefel-Bild. Das fuckt mich so ein bisschen ab. Ja, klar, klar. Weißt du? Das fuckt mich ab. Das macht's Leben einfach. Vor 1000 Leuten und dann dauernd kommen irgendwelche Nazis Rostexte und Ansagen und so weiter. Und du weißt, da vorne sitzen die Kameraden unter der schwarz-weiß-roten Flagge. Also das ist eine der strangesten Sachen. Ich stand mit Bela, da Bela sagt auch, hast du sowas schon mal? Diese Szenerie ist so wie spooky auch. Sicherlich eines der abgefahrensten Konzerte, die ich so gegeben habe, ja. Aber der Antifaschismus endet nicht dort draußen, sondern beginnt dort draußen. Das sollten wir alle von diesem Festival mitnehmen. Also ich muss an der Stelle mal wieder den Begriff Gratismut benutzen. Also denkst du, die Leute sind da wirklich ernsthaft in Gefahr? Naja, wenn wir jetzt auftauchen und dieses Konzert spielen. Verstochenen Reifen und so. Okay, okay. Also ich denke, die Stars da absolut ungefährlich. Eben, die Stars auf jeden Fall. Ja. Eher schon. Die vielleicht, ja, wenn es tatsächlich so in den Dorf zugeht. Es kommt halt hier leider alles sehr kurz in dieser Reportage, sag ich mal in Anführungszeichen, ist halt nur ein kurzer Clip. Wir haben natürlich allergisch darauf reagiert, dass irgendjemand wagt, ihnen was entgegenzusetzen, weil für die rechte Bewegung ist es einfach so, wenn du nicht Teil der Bewegung bist, dann bist du Feind und gehörst am besten unter die Erde. Das finde ich auch schon sehr platt. Das kann man doch wieder schön spiegeln, oder? Also, ja, eben, das ist schon ja gut. Bei links genauso. Also, wenn du, wie gesagt, es ist ja schon absurd, dass der Begriff Recht so krass dämonisiert wird. Also du brauchst ja wirklich nur einem Linken sagen oder einem linken Kreis, hier, du, ich bin AfD-Wähler oder noch schlimmer halt, ich bin rechts. Was denkst du, was da los ist? Da gehörst du auch, wie sie gesagt hat, unter die Erde. Also dass mit dir nicht normal zu reden ist und alles. Dass man nicht normal miteinander in politischen Streit gehen kann, in Diskurs. Also eigentlich ist es jetzt ja wirklich mittlerweile so, dass wenn du rechts bist, dann bist du der Underdog, dann bist du der auf jeden Fall. Der Widerstand ist. Das hat auch sogar mal so ein, ich glaube, das war so ein englischer Altpunker mal gesagt, also das neue Punk ist rechts. Vor 10 Jahren hat er das schon mal gesagt. Na klar. Also, und da hat er irgendwo einen Punkt halt. Natürlich. Nochmal an dem Beispiel die Toten Hosen. Die Toten Hosen sind nicht gegen das System, sie sind Teil des Systems. Sie werden vorgeschickt, wenn das System Leute auf die Straße bringen muss. Ja. Sie und Bands wie Feine Sahne Fischfilet werden halt von Frank-Walter Steinmeier hofiert und gelobt und zu deren Konzerten wird aufgerufen, ja, geht da hin, gegen rechts und pipapo. Also vom Präsidenten. Ja, und Feine Sahne Fischfilet, das war auch diese tolle Band mit hier, gebt den Bullen, was er braucht, 9 mm in den Bauch oder sowas, das waren, glaube ich, die. Ja. Frieden. Könnte auch KZ gewesen sein, aber ja, ist alles dieselbe für mich. Ja. Wie gesagt, ich komme aus einer Ecke, wo du normalerweise nimmst du dann mal dir was in die Hand und dann gehst du da mal rüber und erledigst du dieses fucking Problem da. Aber das kannst du eben nicht tun. Ne? So, dann bringst du die ja noch mehr in Gefahr dadurch. Ach, warum kannst du es denn nicht tun? Wenn du das ganze Dorf niederknüppelst und ausradierst, dann ist doch da alles tutti frutti. Oder ist es mit dem Gratismut wieder mal schwierig? was hat er gemeint? Liest man? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Da, wo er herkommt, da nimmt man mal was in die Hand und löst das Problem, wenn da so jemand ist. Hat er das gerade ernsthaft gesagt? Das hat er gerade ernsthaft gesagt. Ach du Scheiße, und das ist halt wieder diese Hardcore-Doppelmoral. Also politische Gewalt, egal von welcher Seite, ist absolut abzulehnen. Und dass sich hier in dem ARD-Clip einer hinsetzen kann und politische Gewalt fordern kann, das zeigt doch schon, in was für einer Art Demokratie wir leben. Das macht mich gerade sowas von mad. Ja, das gehört einfach nur ins Fernsehen. Meine Fresse. Ja, dann ist schon ungeheuer, wie durch Gebietskäufe und Grundstücksverteilung teilweise Parallelwelten geschaffen werden, wie man das von schlimmsten Sekten kennt. Und wahrscheinlich werden die Kinder da auch in Kindergärten geschickt, die dann anfangen, altes deutsches Liedgut dann da einzuüben jeden Morgen. Oh nein, sie singen altes deutsches Liedgut, oh nein. Oh nein. Weil das sind dieselben Leute, die wahrscheinlich irgendwelche linken Kommunen feiern, wie toll und individuell das doch ist und was das für ein tolles Projekt doch ist. Hm. Come on, ey. Das ist lächerlich hoch 10, ey.
Und der Typ hat da Millionen, also er könnte ja ganze Landstriche aufkaufen, ne? Also. Ja, so, ja. Was wollen die Boomer jetzt hier nochmal? Müssen wir widersprechen mit allem, was uns zur Verfügung steht, wie auch immer. Ich glaube, es ist nicht nur Haltung, es ist natürlich irgendwann wird es auch zu deiner Lebensaufgabe, zu sagen, wir gehen hier nicht weg. Hat einfach Priorität. Und dementsprechend lebt man, dementsprechend arbeitet man, dementsprechend denkt man und das ist okay so. Andere machen nichts, wir machen viel was anderes. Ja, so hat der Punk unsere Politik geändert. Er ist Mainstream geworden. Ja, schön. Ja, er ist fucking Mainstream geworden. Schön, dass man darauf hinweist. Millennial Punk, also das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus einer größeren... Ich vermute mal... Aus einem größeren Film, kann das sein? Ja, ich guck mal bei der ARD. Ach, das ist eine Staffel, also gibt es hier 4 Folgen. Die gehen jeweils 47 Minuten. Vielleicht könnte man sich das irgendwann mal angucken. Vielleicht gibt es noch weitere Schnipsel, weißt du? Ja, ich setze es mal auf die ernstzunehmende Liste. Auf jeden Fall kann man sich das mal merken. Ich hatte zumindest sehr viel Spaß. Also ich mag das, solche kurzen Clips. 7 Minuten und go. Ja, auch wenn natürlich das, da leidet dann immer viel, dass halt was weggelassen werden muss und da muss man spekulieren, klar. Ja, das ist leider das Problem. Das kann uns dann natürlich auch vorgeworfen werden. Zu Recht, muss man sagen. Ja. Weil wir können halt auch nur mit dem arbeiten, was wir jetzt sehen. Zum Beispiel jetzt hier, wo halt, wie gesagt, kam Sachbeschädigung und Pipapo und Dachbrand. Scheune. Ja, ja. Ja, und da ist man dann halt nach allem, was man sonst so kennt an Reportagen und Vorwürfen von linker Seite, dass irgendwo es eine rechte Gewalttat gab, die sich eben als völlig anders ausstellt, da ist man dann einfach sehr vorsichtig geworden, alles zu glauben. Ja, und man muss auch dazu sagen, also ich habe, oder wir haben es ja schon erlebt, dass selbst in den langen Parts dann, also was war es, 47 Minuten, selbst da wird es dann nicht aufgedröselt, was nur eigentlich war. Das stimmt. Geht dann zum nächsten Thema. Und da denkst du so, ja, danke, jetzt habe ich mir das eine Dreiviertelstunde lang angeguckt, weil ich es doch wissen wollte. Mhm. Hm. Ja, und dann recherchierst du selber und findest dann schöne Sachen raus. Ne? Stimmt, ich erinnere mich da zum Beispiel an Respekt, haben wir ja gern gesehen, das Format Respekt. Mhm. Und da gibt es ja immer diese kurzen Clips und die längeren Clips, also die 14-Minuten-Version und die 28-Minuten-Version. Genau. Und bei den 28-Minuten-Versionen ist es nicht so, dass die Themen, die in der 14-Minuten-Version behandelt werden, ausführlicher behandelt werden, sondern es werden noch andere Themen behandelt, also es werden neue Szenen gezeigt. Genau, die weißt aber du? Irgendwie, das merkt man auch, relativ uninteressant sind tatsächlich. Ja, ja. Also das kann man denen nicht zum Vorwurf machen, dass die falschen Sachen wegschneiden, aber du hast halt, wenn du das lange schaust jetzt, weil dich Thema A interessiert, keinen Erkenntnisgewinn. Richtig, der Erkenntnisgewinn ist nicht höher zwingend durch die höhere Laufzeit, ja. Ja gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine, was war es, 7 Minuten Schnipselchen gefallen. Mhm. Und dann sehen wir uns ganz gerne beim nächsten Mal. Bis dahin. Jo, haut rein. Tschüss.